So, da sind wir wieder. Und wir sind weiter auf Adventure, Entdeckungsreise. Schauen wir mal. Was mich ein bisschen ärgert, wir sehen den unteren Rand der Karte nicht richtig. Okay. Ja, es ist schon besser. So, wartet mal. Gehen wir noch mal so. Ich will jetzt nicht mit sowas nerven, aber ich muss das sehen auf der Karte, sonst nervt mich das. Ist schon besser. Könnten es noch ein bisschen durchsichtiger machen, aber das passt jetzt erstmal so. Mal sehen, ob wir auch irgendwas Interessantes finden. Aber das kann dauern. Also ich glaube nicht, dass wir auf der Map hier noch ein Dörfchen finden. Das sieht nicht so aus. Haben wir eine kleine Insel. Schwimmen wir mal immer ringsherum. So, hätten wir das auch entdeckt. Wir müssen jetzt hier natürlich wieder hier vorne raus. Da ist ein Tintenfisch gewesen. Da bin ich gespannt, wie weit wir jetzt hier noch kommen. Ich glaube, hier vorne ist dann schon Ende. Ende im Gelände. Genau. So, andocken. Laufen einfach jetzt hier weiter. Ja,
haben wir echt fast die ganze Karte entdeckt. Ich muss mir jetzt mal das Menü echt komplett durchsichtig machen. Das nervt mich, dass ich da nichts sehe. Einstellung. Ne, ganz durchsichtig kann ich es auch nicht machen. Dann sehe ich ja nicht mehr, was ich anwähle, aber ich denke 25%. Ja, das ist in Ordnung so. So sehe ich da auf jeden Fall genug auf der Karte. Und sehe auch noch, was ich anwähle. Ah, es wird ja auch... Alles klar. Es wird ja auch sichtbar, wenn wir dann was anwählen. Das ist auch gut. So, wird das jetzt wieder durchsichtig? Ja, tatsächlich. Es wird dann nach ein paar Sekunden wird's wieder durchsichtig, was ganz gut ist. Da können wir das eigentlich auch noch ein bisschen durchsichtiger machen. Das ist dann eigentlich scheißegal. So, und dann kommen wir hier vorne schon wieder an. Haben wir denn fast alles entdeckt jetzt? Da müssen wir bloß noch da am rechten Rand lang. So. Können wir direkt beim Vorbeigehen nochmal zum Michi gehen, da können wir ihm die Karte nochmal geben, da hat er das auch gleich aktualisiert. Ach so, okay. So. Wir haben echt so viel entdeckt jetzt. Fehlt eigentlich nicht mehr viel. Dann baue ich uns mal... wie baue ich das dann? Einfach so einen riesen Kartenständer. Wenn wir dann angekommen sind. Ich muss ein bisschen... Ich habe wieder Ständer gesagt. Oh, weia. Der Witz ist ausgelutscht. Hahaha, habt ihr den verstanden? So. Jetzt sind wir hier angekommen. Wir laufen mal rüber. Wo ist denn das Baumhaus? Oh, das ist aber noch ein Stück weit weg. Aber ist egal, wir laufen da jetzt mal hin. Und dann brauchen wir eigentlich bloß eine Karte hoch und runter die ganze Zeit. So, wie baut man, muss gleich mal gucken, wie man eine zweite Karte baut. Da brauchen wir Papier für. Okay. Ja, haben wir ja alles. So. Wir gucken mal hier rein. So. Karten. Karten ist... Was ist das hier? Brauchen wir ein leeres Papier oder eine leere Karte? Okay. Wo ist es? Ah, genau, hier. Kompass und... Okay, das haben wir alles. Zuckerrohr haben wir auch. Das habe ich ja geholt. Wo habe ich das hingeschmissen, ist jetzt die Frage. Ich glaube, das habe ich oben reingetan. Okay, wir brauchen eh Redstone.
Gehen wir mal hoch. Ja, Redstone haben wir richtig viel. So, wir gucken mal kurz hier rein. Da haben wir Redstone, dann nehmen wir 10 Stück mit. Das Eisen nehmen wir mal mit. Und Zuckerrohr brauchen wir für Papier. Hä? Ach, hier ist es. Zuckerrohr. So. Dann möchte ich uns mal einen Ständer bauen. Ein Kartografenständer oder so, keine Ahnung. Ein Kartografender, genau. So, und ich stelle mir das eigentlich auch so vor, dass wir das hier auf so ein Ding drauf bauen. Moment mal. Nimm mir wieder das Holz hier mit. Zack. Oh, das war eins zu viel. So, dann hier. Achso, da brauchen wir Stöcke für. Dann hier. So, und dann bauen wir den. Wo bauen wir den hin? Den könnten wir eigentlich. Boah, jetzt ist es eine gute Frage, wo wir das jetzt hinbauen. Vielleicht hier so her. Das wird glaube ich zu hoch, wenn wir das so machen. So, zack. Ups. Es soll noch eins höher werden, auf jeden Fall. Ganz gut so. Ups. Ach so, jetzt haben wir keine Dinger mehr. Müssen wir uns mal noch zwei machen. So. Hat natürlich nicht gereicht. Wir brauchen noch einen. Wie sinnlos ist das denn? Okay, warte mal, das sieht auch scheiße aus so. Das sieht echt kacke aus. Es reicht, wenn wir an der Seite so eine Dinger dran haben. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, dann machen wir das wieder weg. Sieht das ganz gut aus. Brauchen wir noch so eine Rahmen sozusagen. Muss man mal gleich mal gucken, wo wir die finden.
So. Karten finden bei Werkzeuge, hat er gemeint. Die war hier. Achso. Moment. Wir brauchen das Silber noch. Ja, Eisen. Ist kein Silber. Eisen ist kein Silber, Leute. Merkt euch das. Ich glaube, das sollte so passen. Dann brauchen wir die Karte noch. Da brauchen wir Papier für, genau. Papier finden wir ganz hinten, habe ich schon gesehen. So. Und dann brauchen wir jetzt nur noch... kann jetzt nicht. Mal eine leere Karte zusammengekriegt. Das ist ja auch richtig heldenhaft. Brauchen noch viel mehr Papier dafür. Warte mal, dann machen wir uns einfach noch welches. So. Mehr Papier haben wir jetzt nicht. Kriegen wir jetzt nicht zusammen. Können wir unterwegs noch ein bisschen Zuckerrohr farmen. So, jetzt haben wir drei Karten, drei leere. Auf den Lernkarten ist da jetzt was drauf. Nein, will ich. Ja, das ist jetzt schon zu spät. Außerdem will ich die doch dran heften. Naja, genau. So. Und jetzt brauche ich noch den Rahmen. Wo finde ich denn den Rahmen? Bei Dekoration? Hier. Gemälde. Brauchen wir einmal Wolle für und Stöcke. Ne, Gemälde? Ne, ne? Hier. Gegenstandsrahmen. Gemälde. Gegenstandsrahmen oder was? Okay, da brauchen wir Leder für. Leder und Stöcker. Boah, ey, das ist echt übel. So, Leder haben wir hier. Stöcker haben wir hier. So. Dann können wir uns... schon mal die erste Map hier dran klatschen. So, sieht mal, das sieht doch gut aus. Müssen wir noch ein bisschen was entdecken, die können wir dann später wieder abnehmen und können dann den Rest da drauf machen. Da ist er. Könnten vielleicht da irgendwie noch ein Schild hinstellen. Karte oder so. So. Es wird dunkel. Wir haben den ganzen Tag verbraucht jetzt. So, guck mal. Sieht ganz cool aus. Nicht schlecht. So, wo ist der Pferdestall? Ja, du musst noch einen Pferdestall bauen.
Für das F. Doch, du musst da echt alles gleichzeitig machen. Also so geht das nicht. Nee. So, wir gehen jetzt so weiter entdecken. Wir holen uns jetzt den Rest von der Karte, dass wir die erste Map einfach fertig haben. Hier ist unser Tor. Ich bin gespannt, was wir noch alles entdecken werden jetzt auf der Reise. Ich will nicht wissen, wie viel wir so schon gelaufen sind in der Welt jetzt hier. Auf jeden Fall viel. Hier haben wir Lava. Lava. So, dann haben wir das Stück entdeckt jetzt hier. Jetzt schwimmen wir einfach da weiter. Wir müssen da rum. Es geht ruckzuck mit dem Boot hier, das Entdecken. Jetzt müssen wir gleich weiterlaufen. Wir müssen darüber, dass wir das Stück gleich mit entdecken können. Boot können wir einfach, lass mal einfach schwimmen. So, ich glaube, wir können jetzt hier einfach so ein bisschen gerade laufen, so dahin. Ich hoffe echt, wir finden noch ein Dörfchen, aber es sieht mau aus auf der Karte hier. So, jetzt haben wir wieder zu schwimmen. So. Dann schwimmen wir einfach mal los. Wieder auf Reisen mit dem Boot. Gucken wir mal, da vorne sind schon wieder ein Haufen Pilze. Muss ich hier links herum schwimmen um die Dinger? Ne, die gehen einfach kaputt. Wir haben einen riesen Berg voller Stein. Ups. Ich schwimme immer mal ein bisschen so rein hier. Was sind das für Erdblöcke? Miezel. Ähnlich wie Grasblöcke, eignet sich aber gut, um Pilze drauf wachsen zu lassen. Aha.
Gut zu wissen. Hier hängt einfach mal Erde in der Luft. Ja, da hat die Weltgeneration ein bisschen einen Fehler gemacht wahrscheinlich. Und so richtig interessantes oder interessante Orte haben wir aber noch nicht gefunden. Außer jetzt immer mal so ein Berg oder so zwischendurch, aber daran ist nicht viel interessant. Ich würde gerne mal einen Tempel finden oder sowas. Das wäre echt cool. Drüben ist übrigens Zuckerrohr. Oh, ich laufe da jetzt nicht extra lang. Kommt ein Wasserfall aus dem Stein. Sieht ganz interessant aus. Na, mal sehen. Die ganzen Orte kann man ja dann später noch besuchen, sag ich mal. Aber jetzt möchte ich erstmal die Welt einfach nur entdecken. Also das Stück davon jedenfalls. Denn es gibt ja nicht wirklich ein Ende hier, soweit wie ich das jetzt verstanden habe. Laufen wir jetzt in die Richtung. Irgendwas Interessantes, was uns interessieren könnte. Sieht aber nicht so aus. Okay, dann gehen wir in die Richtung weiter. Das war klar. Aber wir müssen mal was essen. So, die Folge ist eigentlich jetzt auch zu Ende. Aber ich glaube, ich mache jetzt für die Folge. Ich glaube, ich mache die restliche Folge jetzt noch voll, weil das ist nicht mehr viel, was uns da fehlt. Werde ich jetzt einfach mal weiterlaufen in die Richtung. Und dann können wir ab der nächsten Folge wieder irgendwas Schönes bauen, mal gucken. Wie wir das dann handhaben. Ist ja nicht mehr viel, was wir entdecken müssen. Es ist noch ein kleines Stück, aber es ist gleich fertig. Es wird gerade dunkel, so wie es aussieht.
Na komm. Leg dich schlafen. So. So, da werden wir mal weitermachen. Ja. Ja, ich weiß schon, das können wir dann später auch erweitern. Okay. Ja, mit der Karte, das weiß ich, habe ich schon verstanden, was du damit meinst. Aber das ist ja jetzt erstmal egal. Bis jetzt haben wir ja bloß die eine Karte. Und wenn das später daran ist, dass wir dann weiter nach unten und so gehen, dann können wir das ja breiter bauen, beziehungsweise auch höher und dann können wir das auch mittig setzen. So, gehen weiter in die Richtung hier. Dann haben wir auch gleich fertig. Waren wir echt fleißig. So, zack. Scheiß auf das Boot. So, und dann haben wir es doch schon. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das soweit Spaß gemacht. War zwar keine Action, aber wir haben auf jeden Fall die ganze Karte entdeckt jetzt. Und dann wird es ab nächste Folge wieder irgendwas anderes geben. Mal sehen, was ich mir da einfallen lasse. Wir werden uns dann auch nächste Folge im Baumhaus bzw. in unserem Dörfchen treffen. Auf unserer Farm. Unsere kleine Farm. Und ich hoffe, ihr schaut weiter zu. Lasst ein Like da oder ein Abo, wäre nicht schlecht. Und schaltet wieder ein, wenn das nächste Mal wieder die Folge Minecraft kommt. Bis dann, ciao.